Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Fröhliches Erzählbasteln. Oder ich weiß ja nie so genau, wie ich diese Folgen zwischen den HTX Weekly Folgen nennen soll. Es geht dabei ja immer um meine RC-Elektronik. Ja, und wie man heute eigentlich fast unschwer erkennen kann, geht es um die Express LRS 8-Kanal-Schaltmodule. Ja, da gibt es vielleicht die ein oder andere kleine Neuigkeit. Ich habe da schon in einigen Folgen darüber berichtet. Heute nochmal ein kleines Update. Zunächst einmal ganz kurz das Setup hier beschreiben und dazu, ja, trinke ich erstmal einen Schluck Kaffee und nehme die Kaffeetasse aus dem Weg. Was haben wir jetzt hier auf dem Basteltisch liegen? Wir haben natürlich auf jeden Fall, nee, fangen wir mal hier mit an. Wir haben natürlich die Radio Master mit Express LRS. Das ist jetzt hier ein ganz kleines Modul, was sich in der Project Box hier versteckt. Also HTX Express LRS ist klar. Wir brauchen einen Express LRS Empfänger. In dem Fall ist es der Regio Master ER6. Ich will noch mal kurz eben fokussieren. Genau. Der ER6, das ist ein PWM-Empfänger mit sechs Ausgängen. Die benutzen wir aber gar nicht. Dieses Kabel ist ja auch nur ein zweipoliges Kabel. Das geht auch nur hier oder kommt von dem Schaltregler zur Versorgung mit 5 Volt. Genau. Dann geht es hier raus aus dem Empfänger hinten. Da haben wir ja die vierpolige Buchse. Das haben die meisten PWM-Empfänger für Crossfire. Da hat sich jetzt mittlerweile ja der JSTGH-Stecker eingebürgert. Vierpolig geht es dann raus. Hier an eine kleine Verteilerplatine. Dann geht es hier jeweils zu den einzelnen, also viermal zu den einzelnen Schaltmodulen, die so fröhlich vor sich hin blinken. Ja, und dann haben wir hier noch, man sieht das, hier liegen die Lüsterklemmen, die versorgen mit, ich gucke mal gerade aufs Labornetzteil, mit ungefähr 7 Volt das Schaltmodul an den Schaltkanälen. Und an den Schaltkanälen sind, oh graus, jetzt hier ohne Isolation zwei Lautsprecher angeschlossen, einmal am Kanal 0 und einmal am Kanal 1. Also der erstmal ganz große Warnung, ja, macht sowas nicht. Wie ich das jetzt hier gemacht habe, zwei Lautsprecher einfach an ein Schaltmodul anschließen. Wenn ein Schaltmodul einfach nur einschaltet, dann fließt ein dauerhafter Strom durch den Lautsprecher in eine Richtung und das wird den Lautsprecher relativ schnell zerstören. Dass ich das jetzt hier machen kann, geht nur deswegen, weil die Schaltmodule eben PWM-fähig sind, können also so wie ein Motorsteller ein PWM-Signal generieren, und wenn die Einschaltzeit, also der Duty Cycle, relativ klein ist, bei mir sind das nur 1%, dann kann man das durchaus mit einem Lautsprecher verbinden, und natürlich darf die Spannung nicht zu hoch sein. Bei mir ist das mit den 7 Volt schon relativ viel, aber darunter fängt mein Schaltregler so irgendwann dann auch mal an zu streiken. Deswegen habe ich das jetzt hier so gemacht. Okay, dann lege ich jetzt mal die Fernsteuerung hier so drauf. Genau. So, sodass man die Schaltmodule auch noch sehen kann. Und dann will ich mal die Kamera ein bisschen weiter daran führen. Ja, man kann alle Schaltmodule noch sehen. So, genau, und den Ton hört man dann ja sowieso. Dann will ich noch mal kurz fokussieren. Ja, die Bedienung von den Schaltmodulen ist ja klar. Das hatte ich schon mal gezeigt. Jedes Schaltmodul hat ein Widget oder kann ein Widget haben, so muss man das besser sagen, mit dem man das bedienen kann. Also ich gehe jetzt hier irgendwo mal drauf. Klar, geht da irgendwas an. Völlig unspektakulär. Was ist das Besondere jetzt? Gut, das Besondere ist, dass diese Schaltmodule eine Adresse haben. Wer vielleicht sich schon mal so ein bisschen mit Computernetzwerken beschäftigt hat, der kennt vielleicht Ethernet als Netzwerk, Standard und weiß, dass wir mit dem IP-Protokoll jedem Gerät, was dort angeschlossen ist an dieses Netzwerk, ist eine logische Adresse, die sogenannte Internetprotokolladresse, also diese sogenannte IP-Adresse, geben
können. Das ist eine frei wählbare, also in Grenzen frei wählbare Adresse. Aber jedes Modul hat auch noch eine andere Adresse und das ist dann die Hardware-Adresse oder manchmal sagt man auch MAC-Adresse, also Medium Access Address. So ähnlich ist das hier auch. Jedes Modul hat eine eigene Adresse, eine Hardware-Adresse, die wir jetzt vergeben müssen und die muss eindeutig sein für alle Geräte, die an so einem Crossfire-Bus angeschlossen sind. Und dann haben wir noch eine logische Adresse und da dürfen wir uns eine Adresse von 0 bis 255 aussuchen. Und das bedeutet dann auch jetzt für euch, dass an einem Empfänger im Prinzip maximal 255 von solchen Schaltmodulen angeschlossen sein können. Das ist wahrscheinlich viel zu viel, denn man muss ja auch für jedes Schaltmodul dann so ein Bedienwidget haben. 255 Widgets, das schafft unser HDX auch gar nicht. Okay, die Adresse steht immer hier hinter dem Add. Also hier steht Beleuchtung Add 0 oder hier steht Sounds Add 2 oder hier steht Bindestrich Add 1. Das hat einfach keinen Namen bekommen. Oder hier steht Add 3. Das hat auch keinen Namen bekommen. Ja, und dann kann man die Adresse, auf was sich dieses Widget beziehen soll, das kann man einfach hier einstellen über die Widget-Konfiguration. Und ansonsten die Bedienung, ja, habt ihr hier eben jetzt schon gesehen, geht in dieser normalen Art und Weise. Genau. Was ist jetzt besonders? Gehen wir mal, ja, genau, das müsste ich jetzt mal aufmachen, hier an das Widget Nummer 2. Da sehen zwei Knöpfe ein bisschen anders aus. Diese Knöpfe mit dem roten Pfeil, die werden jetzt anders dargestellt, weil das keine Schalter sind. Also die bleiben nicht an, so wie ein Schalter, den man umlegt, sondern wenn man drauf drückt, ist der Kontakt sozusagen geschlossen. Wenn man loslässt, ist es auch wieder weg. Und wie gesagt, ich habe jetzt keine LEDs angeschlossen, sondern nur die Lautsprecher. Und das können wir jetzt hier auch mal auslösen. Das ist also dann wie ein Tester, auf den ich draufdrücken kann und dann wird die entsprechende Schaltfunktion ausgelöst. In diesem Fall, wie gesagt, das ist ja kein Soundmodul, das ist ein Schaltmodul. Ich habe jetzt hier eine PWM-Frequenz von 100 oder 200 Hz eingestellt, deswegen gibt es hier einen Ton mit 200 Hz und einen Ton mit 100 Hz. Genau. Soweit, so schön. Man kann also diese Momentary Switch, also Taster auf Deutsch, kann man jetzt hier auch verwenden. Zum Zweiten, wenn man da etwas näher rangeht, ich fokussiere noch mal kurz, dann sieht man an jedem Button rechts unten einen Text. Da steht hier LS20, LS21 und hier steht nichts, da steht nur ein Bindestrich, kann man kaum erahnen. Das sind die zugeordneten logischen Schalter und das bedeutet, dass man so eine Schaltfunktion nicht nur über den Touchscreen auslösen kann, sondern auch über einen logischen Schalter. Und das gucken wir uns auch mal kurz an. Ich gehe mal hier in die Konfiguration der logischen Schalter. Da sieht man einen logischen Schalter 20, der ist definiert. Und wenn wir nochmal jetzt hier in den Touchscreen reingucken, dann kann man hier vielleicht lesen, dass da steht LS20. Also man kann so eine Funktion eben auch über einen logischen Schalter auslösen und wir schauen mal, der logische Schalter 20, der ist jetzt nicht aktiviert, aber der ist sozusagen verknüpft mit hier dem Button da an dem Stick, dem da. Und dann können wir eben hier auch, das mal kurz so, dass man das sehen kann. Ich mache das mal vielleicht mit der linken Hand. Das fällt mir dann auch schwer so. Kann man alles im Blick haben. Man sieht, dass da oben die LED sehr schwach leuchtet. Das ist eben, weil der PWM gerade so niedrig eingestellt ist. Aber man hört es deutlich im Lautsprecher. Und man sieht also, dass der logische Schalter hier betätigt wird über diese Hardware-Extension, die ich da eingebaut habe. Genau. Und solche logischen Schalter kann man ja in ganz verschiedener Art und Weise dann aktivieren, über die Trim-Switches, über die Stack-End-Switches, über die Taster, über die physischen Schalter, wie auch immer. Also man kann die Funktionen von
von dem Schaltmodul dann über beliebige Bedienelemente des Senders auslösen. Gut. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch, das sind ja Express-LRS-Schaltmodule, die haben ein Konfigurationsmenü. Man kann da relativ viel einstellen. Die einzelnen Ausgänge können blinken. Man kann eine PWM-Frequenz einstellen. Man kann einen Duty-Cycle für das PWM einstellen. Hatten wir alle schon in einer Folge. Wir gehen trotzdem mal ganz kurz hier wir starten das Express-LRS-Skript. Das hat ja jeder, der Express-LRS nutzt, muss jeder haben, weil man damit eben über die angeschlossenen Geräte konfigurieren kann. Die Geräte produzieren ihr eigenes Menü und dieses Skript stellt das Menü einfach nur dar. Das ist auch wieder ein großer Vorteil von Express-LRS, egal welches Gerät man angeschlossen hat. Man braucht keine extra Skripte dafür. Das geht alles über das Express-LRS-Skript. Dieses eine Express-LRS-Skript. Wenn man das startet, sieht man wie üblich das Menü von dem Sendemodul. Und wenn ich jetzt hier, ich mache mal kurz noch mal eben einen Refresh, wenn ich jetzt hier auf Other Devices gehe, dann sehe ich die anderen Geräte, die über den Empfänger oder sonst wie hier angeschlossen sind. Da sehe ich jetzt schon mal meine vier Schaltmodule. Ich sehe noch nicht den Empfänger, den vermisse ich jetzt. Da mache ich einfach noch mal einen Refresh. Das ist manchmal... Ich lasse es jetzt einfach so. Müsste ich vielleicht noch mal einen Refresh auslösen. Der Empfänger kommt immer relativ spät. Ist jetzt aber auch nicht wirklich wichtig. Wir sehen die vier Schaltmodule. Und da steht jetzt immer Multiswitch E, Add. Jetzt steht da 1, Doppelpunkt 192 oder 293, 0, 194, 395. Die Zahl vor dem Doppelpunkt ist die logische Adresse. Die geht also jetzt, wie eben gesagt, von 0 bis 255. Die Zahl dahinter ist die Crossfire-Adresse. Da ist man praktisch für so einen Bus, ist man dann im Moment bei 8 Geräten eingeschränkt. Man kann natürlich mehrere solche Busse an seinem Empfänger haben. Das geht von den Hardware-Adressen Hexadezimal C0 bis Hexadezimal CF. Das ist also von 192 bis 207. Ja, jetzt schauen wir uns einfach mal da die Konfiguration an von dem hier. Das war das mit der logischen Adresse 2. Das müsste also jetzt dieser hier sein. Das Menü ist relativ groß, deswegen dauert das einen kleinen Moment, bis sich das hier komplett aufgebaut hat. Man sieht das hier oben an dem Fortschrittsbalken. Da haben wir aber auch schon mal drüber geguckt. Ich gehe mal hier in den Punkt global hinein. Und da sieht man jetzt, dass ich für den Ausgang 0, genau hier, die PWM-Frequenz, die hier etwas höhere, die mit 200 Hertz eingestellt habe. Genau, das wollte ich einfach nur zeigen. Und dann, achso, das Wichtige war ja auch noch der Duty Cycle. Nicht, dass das jemand dann auch nochmal nachmacht mit einem höheren Duty Cycle. Dieser Ausgang 0, der ist eingestellt im PWM-Modus, ist klar. Darf ich natürlich jetzt nicht auf Normal, auf Schaltmodus umschalten mit einem Duty Cycle von 1. Ja. Wenn ich das jetzt testweise mal einschalte und jetzt den Duty Cycle erhöhe, dann verändert sich der Sound, macht das schnell wieder zurück, sonst ist mein Lautsprecher dann noch dahin. Und dann schalte ich es auch schnell wieder aus. Genau, die anderen Funktionen hatten wir im Prinzip schon alle mal besprochen. Da ist jetzt eigentlich nichts hinzugekommen, wenn ich mich recht erinnere. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Genau, man kann das für jeden einzelnen Ausgang dieser 8 Ausgänge einstellen. Man kann auch jetzt direkt hier das ein- und ausschalten. Na. Oder eben hier dann auch
Dort brennt dann nur das Licht. Nein, das Licht brennt nicht, sondern die LED leuchtet so. Genau. So, dann gehen wir da wieder raus. Ja, das war's. Also nochmal die große Neuerung eigentlich, um die es jetzt hier ging, das war die unterschiedliche Arten von Tastern bzw. Schaltern. Ja, danke fürs Zuschauen. Eine Sache habe ich natürlich vergessen. Alle Infos zu diesem Projekt RC Multiswitch für Crossfire findet ihr auf meiner GitHub-Seite. Da findet ihr auch die Lua-Skripte, da findet ihr die Software für die Schaltmodule und ihr findet auch die Hardware-Design-Files zum Nachbauen. Ja, aber jetzt tatsächlich endlich Schluss. Höre ich jetzt auf mit dem Quatschen und danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Bis demnächst wieder. Tschüss.